Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Und wir sind jetzt endlich in Persepolis angekommen. Wir haben letzte Runde Gold 2 Einheiten verloren. Das war ziemlich schade. Der eine hat sogar bis zum Schluss ausgehalten mit einem Überlebenden, der Arme. Hat sich dann aber aufgelöst. So, das war ein Hoplite und ein Pikinier, glaube ich. Aber ich werde das Ganze in Kavallerie umändern. Das brauche ich ja gar nicht, weil ich hier das schon habe. Ja, egal. So, genau. Mein Darius Untergang geht nach Rahak. Rahak? Ja, Raga. Raga. Dann zum Rand der Welt geht dann über Gassaka nach Hatre. Na, ja, eigentlich nicht. Der macht hier einen kurzen Abstecher und dann geht er Richtung Baktrien. Hier will ich noch sowas bauen. Genau, wie du bist schneller als ich. Aber das könnte fast sein. Aber es ist ja lustig, dass ich die jetzt nicht mehr sehe, obwohl ich vorhin gegen die gekämpft habe, mehr oder weniger. So. Genau, also die beiden erobere ich jetzt noch und dann gehe ich Richtung hier und dann hier, mach die Schlaufe und dann schauen wir mal. Aber zuerst Bevölkerungsüberschuss haben wir einmal schon. Ah, nee. Hier, was machen wir da? Sanitären Anlagen haben wir da schon. Dann nochmal Forum. Das da haben wir aber. Genau. Haben wir ihn zerstört, Verschleiß, bla 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 bla. Siedlung erobert, bla. Welt der Wunder. Was haben die? Große Stadt von Babylon. Hä? Das ist doch. Hier. Ach so. Nee, hä? Ist doch. Ach so. Hier, warte. Die Nekropole von Rostam. Ist da oben, oder? Nee, das ist doch keine Metropole. Wahrscheinlich das da. Ja, Susa. Nee, Susa ist da. Hier, das da. Warte. Tempel brennen zum. Zu Boden nieder, doch Berge überdauern die Ewigkeit. Genau. Und dann ist das da die Nekropole. Haha. Okay. Sehr schön. Dann machen wir mal weiter. Oh, noch nicht. Noch nicht. Du bekommst was? Ich will, dass du Attentat machst. Genau, dann schaue ich mal, wie es da oben weitergeht. Also, Rom ist definitiv am Bobbes. Am Rand der Welt bekommt auch noch eine Tradition und ein Level und genau mit Speeren. Ja, das ist der Anführer jetzt, okay. Passend zum Rand der Welt. Oh oh, aber Hinterhalt. Dann wollen wir mal sehen, was der drauf hat. Da müssen wir jetzt wieder schnell sein.
müssen wir schnell sein. Der Vorteil ist beim Hinterhalt gegen Freunde ist, dass man sehr schnell klicken kann. Beziehungsweise sehr schnell schon die Einheiten gruppieren kann. Ah, shit. Unser General wird angegriffen. Der jagt jetzt echt meine... mein General. So. Die Männer wanken. Der ist da durchgekommen, das ist... natürlich schlecht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Jetzt rennt ihr Spacko und Martin. Das nervt richtig extrem. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ja, General, ich hab dir gesagt, du sollst da raus, du Pumpernickel-Pissnägel. Oh, das macht einen richtig aggressiv. Richtig aggressiv. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Da sind einige Sachen richtig, richtig schön schief gegangen. Also unsere richtig Männer fliehen schief. Vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Also richtig extrem schief. Ja,
Mein General stirbt jetzt auch mit 100%iger Sicherheit. Alter, das verliere ich halt richtig krass. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja, mein General ist geflohen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist Alter, der hat halt meine ganze Armee ausge... Ah, krass, der hatte Elefanten. Schau, das habe ich nicht mal gecheckt. Wow. Zu euren Diensten. Wie ihr befehlt. Ja, und jetzt hat er natürlich noch Fernkampf, wa? Wieso gehen die nach da? Das macht keinen Sinn. Das macht null Sinn. Wir verlieren Boden. Nee, wir verlieren die Schlacht, Idiot. So, ja, endlich. So hättet ihr angreifen müssen. Es ist einfach so geil, wie er sich daraus fuchsen kann. Ja. Alter, das war sehr schlecht. Das war richtig kacke. Hm.
Aber die Kavallerie konnte ich auch nicht gut einsetzen. Beziehungsweise die wurde ja die ganze Zeit. Die Verteidiger Pellas, ach, das waren die. Die wurden ja die ganze Zeit aufgehalten. Der will. Von ihr, wie er jetzt halt er wieder ein. Komm, das versuche ich jetzt nochmal. Ich habe zwar fast keine Einheiten mehr, aber es könnte dennoch ganz gut. So. Vorspulen. Von Anfang an gleich klar machen, dass die nicht angreifen wollen. Ah, hier ist dann die. Sofort fokussieren. Wie die halt keine Einheiten verloren haben bis jetzt. Unser General wird angegriffen. Männer wanken. Sarissa Kavallerie! Zu Befehl! Die Bulos! Ich erwarte eure Befehle! Schreit, Leute!
jetzt. Die greifen an. Okay. Ach ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. General will ich jetzt noch aber mitnehmen. Unsere Männer fliehen. Unser General ist gefallen. Ja, ich wollte eigentlich seinen General mitnehmen, aber hey, dann nimmt er meinen General noch mit. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. GG. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Teurer feindlicher Sieg. Ja. Aber knapp war es nicht. Alter Schwede. Gut. Ich glaube. Also ich bin immer noch beim Vorproduzieren. Und deswegen zwei Niederlagen gleich hintereinander reichen. Und mach die nächste Folge jetzt. Ein edler Tod, ja, definitiv. Ja, die Verteidiger Pellas sind tot. Und aber ich habe noch genug andere Armeen. Wir warten einfach kurz, wie lange oder wie die. Alter. Und jetzt kommt noch eine Armee. Ja. Uiuiui, Darius Untergang. Das ist gerade Alexanders Untergang. Von die Armee, Alter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27 Plänkler-Kavalleristen. Autsch. Auf jeden Fall schauen wir uns das nächste Runde an. Gut. Mal schauen, ob die Angst der Römer vor den Parthern gerechtfertigt war. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.